Ja, so kurz nach dem Spiel ist das ein bisschen schwer in Worte zu fassen. Wir sind, wir kriegen dummes 0-1 oder 1-0 sozusagen. Ich denke, wir hatten eigentlich eine ganz gute Spielanlage, haben uns die ein oder andere Chance rausgespielt. Wie gesagt, kriegen dumme 1-0. Kurz nach der Halbzeit haben wir uns eigentlich das Ziel gesetzt, schnell den Ausgleich zu machen, kriegen dann das 2-0 auch völlig unnötig. Und dann ja, haben wir schon nochmal Druck gemacht, aber es hat am Ende einfach nicht gereicht. Und das ist für uns als Mannschaft enttäuschend natürlich, für den Verein, für die Fans. Ja, mehr kann ich auch jetzt nicht dazu sagen. Natürlich, wenn wir das 2-0 bekommen, dass der Gegner sich dann zurückzieht und wir ein bisschen Druck machen, ist normal. Wir hätten einfach das 1-0 nicht kassieren dürfen, so früh. Hätten vielleicht die ein oder andere Chance konsequenter zu Ende spielen müssen. Das 2-0 dürfen wir auch nicht bekommen. Ja, und dann wird es natürlich bei so einem Gegner schwer. Die sind ja, die können alle kicken, die sind erst in der Oberliga. Wenn du dann 2-0 zurücklegst, wird es auch für uns schwer. Ich denke, die ganze Mannschaft hat heute wirklich eine gute Leistung gezeigt. Dass ich natürlich das Tor mache, ist wieder so ein bisschen, es kommt oft vor, komischerweise, aber ja. Also es war, hat richtig Spaß gemacht. Wir sind heute geschlossen aufgetreten. Cottbus hat dann nach dem Anschlusstreffer gut gedrückt, hat nochmal ja, viel versucht, aber ja, wir haben es über die Zeit gebracht und sind natürlich glücklich jetzt. In der ersten Halbzeit waren wir auf jeden Fall sehr griffig, standen gut, haben gut verschoben, auch mutig verschoben. Also wir haben uns nicht hinten reindrücken lassen. Das ließ sich dann zweite Halbzeit nicht vermeiden, weil die haben so viel Druck aufgebaut und auch den Ball gut laufen lassen. Da haben dann natürlich auch vielleicht ein bisschen die Kräfte bei uns gefehlt. Ja, aber umso besser, dass wir es über die Zeit gebracht haben.